Vorlage für diesen Film dient das Buch Highland Fling von Katie Ford, die zusammen mit ihrer Familie in einem verträumten Städtchen in Südengland lebt. Doch was bedeutet Highland Fling? Highland Fling is actually the name of a dance. Highland Fling ist der Name für einen schottischen Tanz. Aber dieser Titel ist auch eine Art Wortspiel. Unter Fling versteht man im Englischen auch eine kleine Affäre. Zwei Menschen, die das Schicksal plötzlich aufeinandertreffen lässt. Wir lassen es dabei. Lieber nicht. Gut. Dieser Roman spielt aber eigentlich in England. Aber da wir hier im Hudson Valley sehr ähnliche Highlands haben wie in England, hat sich das halt gut angeboten, hier bei New York im Hudson Valley diesen Film zu drehen. Und ähnlich wie im Vereinten Königreich trifft man inmitten dieser malerischen Natur noch auf ganz traditionelle Familienunternehmen. In unserer Geschichte kommt eine junge Frau, Jenny, aus New York, kommt hierher, die ist eigentlich bestellt worden als Betriebsberaterin, um diese Fabrik vielleicht zuzumachen. Haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was aus den Familien hier wird, wenn die Dalmains schließen müssen? Wie lange sind diese Maschinen schon nicht mehr in Betrieb? Seit ungefähr 10 Jahren. Ich spiele den Abel. Abel ist heute Hausmeister und wartet die Maschinen noch, ohne zu ahnen, dass er das Glück hat, diese Maschinen noch mal wieder in Betrieb nehmen zu können. Nun ist es wohl aus mit dem Dalmellenwerk. Wer sagt denn das? Es kursieren seit längerem Gerüchte. Wir dürfen uns da nichts vormachen. Als ich Henriette das erste Mal sah, dachte ich, sie wäre zu schön für die Rolle. Doch als ich sah, wie sie spielte, wurde mir klar, dass sie so viel Leben, Charakter und Intelligenz in die Figur einbringt. Diese gewisse Schrulligkeit, die auch meine Charaktere haben. Was seid ihr denn? Seid ihr so Spucktiere? Beim Drehen, vor allem durch John Delbridge, habe ich dann gemerkt, dass die Rolle sehr, sehr vielschichtig und sehr lustig vor allem ist. Dann hat es richtig angefangen, Spaß zu machen. Wieso erschrecken Sie immer, wenn Sie mich sehen? Bin ich so furchtbar? Geht so. Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Robert. Ich finde ihn erstmal total ätzend und ich glaube, er findet mich von Anfang an heiß, aber er tut so, als sehe er mich gar nicht. Das Filmset am Hudson River ist allerdings kaum zu übersehen. Quiet, please. Let's roll some. Rolling. Marker. Set. And action. Hallo. Hallo. Ein Kaffee bitte. Milch? Zucker? Nur Milch bitte. Das ist ja sensationell, der Ausblick, den Sie hier haben. Aber warum verfilmt ein deutsches Team ein englisches Buch ausgerechnet im Hudson Valley? Weil wir das Gefühl haben, dass diese doch spezielle Landschaft und auch zum Teil die speziellen Häuser den Leuten doch sehr gut gefallen würden und die einen passenden Hintergrund zu diesen romantischen Geschichten abgeben. Die aber nicht immer nur romantisch sind. Was machst du denn hier? Pause. Ich hab gerade das Schaf hier kennengelernt. Wir haben uns meine Kekse geteilt. So Sachen eben. Du brauchst Hilfe. Für mich stellt diese Wand jetzt nicht gerade eine Schwierigkeit dar, aber ich denke, das Schaf würde sich sehr über deine Hilfe freuen. Aha. Ich bin eigentlich eher vorsichtig und so langsam und so, also eher zurückgenommen. Aber ich bin froh, wenn ich das im Film mal darf. Wir sind gespannt. Auf Sonntag, den 7. März um 20:15 Uhr im ZDF.